Jo Leute, wir sind wieder zurück mit Lego Star Wars The Skywalker Saga. Wir sind auf dem Weg nach Tatooine, nach Mos Espa. Und jeder, der Book of Boba gesehen hat, weiß, wie Mos Espa aussieht. Ähnlich wie Mos Eisley. Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht das hier zu machen, weil ich glaube, da kriegen wir den Kyber Brick. Und ich denke mir nur so, wie ich auch schon in den vorigen Folgen gesagt habe, ich werde jetzt hier nicht durch die Story rushen, deswegen ich werde euch so ein bisschen auf meine Reise mitnehmen und euch so ein bisschen zeigen, wie ich das Spiel spiele. So, wir sollen diesen Kyberstein-Kometen hier zerstören. In der Hoffnung, dass wir dadurch dann auch noch einen Kyber-Brick bekommen. 5 sogar. Ja moin, ehrenhaft. Und guckt euch mal bitte das hier an. Also die zwei Sonnen von Tatooine. Wie schön sieht das denn bitte aus? Also, ist ja echt crazy. Gut. Sieht jetzt nicht so aus, als ob wir jetzt hier noch weiter so viel machen könnten. Können wir jetzt da quick traveln oder? Ah, also wir können da quick traveln hin. Okay. Dann let's go. Erstmal heimlich meinen Energy Drink trinken, ja. Ich wünschte, ich könnte Aura Bash lesen, also die Star Wars Schrift. Leider kann ich es nicht. Sonst könnte ich euch sagen, was da gerade drunter steht. Wait! Her Highness commands that I go with you. She's curious about the planet. Musa Arjusa. I'm Padme, one of the Queen's handmaidens. This is not a good idea. But if the Queen wishes it. Now yeah. We need to find a mechanic selling the parts we need. Let's ask around. Das Outfit von Qui-Gon ist ja amazing. Und du bist natürlich keine Hilfe oder keine Handmaiden. Du bist natürlich Padme selber, die Königin. Alles undercover hier. So, ein Astromech-Druide. Ah, hier können wir wieder was mit den Extras machen. Brauchst du etwas Hilfe? Aha. Okay, also das hier sind einfach so Tipps. Drücke zum Angreifen, wechsle normale, schwere und Sprungangriffe oder schaffe Sorgenskurs. Okay. Charakterklassen. Ja, das werde ich mir, denke ich, einfach mal offscreen ansehen. Beziehungsweise mache jetzt mal einen kleinen Cut. Also, was ich daraus jetzt gerade mitgenommen habe, ist, dass das Spiel echt sehr, sehr tief geht. Also, für ein, sag ich mal, so ein oberflächliches Kinderspiel, sollte man ja denken. Aber es gibt echt viele Mechanismen und viele Sachen. That little boy of Watto's was quite the little mechanic. His mother told me he's always fixing and building things, but recently misplaced some blueprints. I'm sure they'll be lying around his home somewhere. Verstreute Scheitbilder. Weitere Infos. Der kleine Junge bei Watto. Aha. Also wir sollen bei Watto wahrscheinlich dann nach Plänen suchen. Gehe ich mal von aus. Jetzt sehe ich hier noch auf der Karte ein Kyber Brick. Seid mal her. Da ist was. Aha. Mission abgeschlossen. Willkommen in Mos Espa. Okay. Entspannt. Ah, das ist R2. Warm, Junge. Ah, Leute, der kann sogar den hier machen. Warte mal, ich will mal Jar Jar Binks. Nee, Jar Jar will ich. Ja. Ha, die werden zu Skeletten. Wie nice. Das Spiel ist amazing, muss ich wirklich sagen. Okay, was ist das jetzt hier? Sieht dort aus, denn. Mos Espa. Ah, so ein Quick-Travel-Ding. Okay. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir sind ja schon in Mos Espa. Ich kann mich jetzt hier wieder nicht zurückhalten und muss alles zerstören, was ich sehe. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr selber Lego-Spiele spielt.
Ist auch ganz gut. Auf Tatooine sind jetzt nicht unbedingt alle den Jedi so freundlich gesinnt. Und wir können jetzt einfach hier den hier machen und so komplett obviously als Jedi rumlaufen. Aber es scheint irgendwie auch niemanden zu kümmern. Ich muss auch echt nochmal ein bisschen mit diesen Combo-Geschichten vertraut werden. Oh, ein Rodianer. Hallo. Interessiert mich auch, ob man die Kameraperspektive ändern kann. Aber anscheinend nicht. Zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden, wie. Ich habe gesehen im Menü, dass man so Rollen mit dem Schiff machen kann und so. Also man kann richtige Moves machen. Hey, Cantina-Theme. Oh nein, das wollte ich nicht, sorry. Weint er? Ich glaube, er hat gerade geweint. Ich meine, ich würde auch weinen, wenn jemand so in meine Wohnung kommen würde und alles auseinandernehmen würde. Aber darüber wollen wir jetzt mal nicht reden. So. Diese... Ah, das sind Gespräche. Info, markierter Auftrag. Okay. Das... Nah, I don't know nothing about no ship repairs. Hey! How's about you head down the street here and take in a pod race or two? Much more exciting than fixing hyperdrives, I'll tell you what. Okay, interesting. Also unser Objective lenkt uns weiter in die Richtung hier. Ah, müssen wir hier erstmal wieder ein bisschen Shit destroyen, Jungs, ja? Es gibt schon Geld. Ich meine, wir sind jetzt... Für den Anfang des Spiels haben wir jetzt nicht so wenig Money. Aber wobei, da war noch ein Gespräch. Warte mal, wir gönnen uns nochmal das Gespräch hier. Ich denke, das wird uns weiterhelfen. Let me guess, looking for ship parts? Thought so. Everyone is. You'll be wanting to pay Watto a visit. You'll find a shop across town. Oh. Ein Name. Watto. Ich feiere es auch wie... Alter, diese Animationen, das ist... die Liebe zum Detail, es ist einfach amazing, ey. Wirklich auch so die Welt hier mitzunehmen und so. Kann ich das Ding... Warte mal, Panik. Let's go. Lol. Okay, 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 Bantha. Like a Bantha. Komm zurück. Komm zurück. Ablenken. Genau. Dance mal mit mir, Junge. Lol. Kann ich diese Kiste hier auf den Bantha setzen? Naja, nicht so richtig. Okay. Was ist hier los? Drücken. Alter, überall ist die Cantina-Mucke am Start, ne, Leute? Oh, das Watto. Nee, kleiner Spaß. Erstmal ein bisschen Casual-Rassismus hier. Okay. Wartet mal, da ist noch ein Kyber-Brick. Oh, hier. Ah, wieder so ein Ding. Was brauche ich dafür? Wahrscheinlich kommen wir da einfach noch nicht dran. Wo ist R2? R2 ist einfach sonst wo. Ey! Lass mich durch. Vielleicht kann uns R2 hierbei helfen. Ne. Okay, schade. Naja, dann gehen wir jetzt mal zum Watto rein. Schauen wir mal, ob der uns helfen kann, ein bisschen hier ein paar Schiffsteile zu finden. Hey, Superdamaga. Wo ist Annie? Ich will Annie sehen. Da ist Schmi. I'm afraid I can't help you. You'll need to speak to Watto if you need anything. Und da ist Annie. Sorry, I'm supposed to be working. Watto's over there if you need something.
Okay, wir können weder mit Annie noch mit Schmi reden. Ist ja auch lustig, ne? Stell dir mal vor, du arbeitest mit deiner Mutter in derselben Arbeitsstelle. Muss schon weird sein. Also, muss generell weird sein, weil die ja leider Sklaven sind, aber... So, okay. Dann let's go. Lass uns mit Watto reden. For a J-Type 327 Nubian, I have 20,000 Republic Dactaries. The public carries are no good out here. I need something more real. You're a funny little boy. I'm building a pod racer. You must have Jedi reflexes if you race pods. There's big race tomorrow on Bunta Eve. You can enter my pod. Anakin. The prize credits will more than pay for the parts they need. The Force is unusually strong with him. That much is clear. He deserves better than a slave's life. The boy tells me you want to sponsor him in the race! Well, I've acquired a pod in a game of chance. I wager my new racing pod against, say, the boy and his mother. Huh? No pod is worth two slaves! The boy, then. Deal! Alter, Jaja. Ach, das Detail so auf Water, so der Sand und so. We should make our way to the arena and enter young Anakin into the race. Okay. Wartet mal. Wir hatten noch diesen Auftrag. Aufträge. Nebenaufträge, Puzzle. Okay. Hier ist irgendwie nichts. Da war aber noch was mit bei Watto nach. Naja, egal. Ich höre hier noch so einen gemeinen Kyber-Brick. Die Frage ist, kommen wir da oben irgendwie drauf? Oder nicht? Wahrscheinlich noch nicht. Die Tür hier ist jedenfalls zu. Wir gehen einfach mal weiter in Richtung Podracer-Arena. Wenn ich denn dann noch den Weg finden würde. Geh aus dem Weg. Ah, lol. Wie auch im Sprinten so diesen Machtschub macht und so, also das ist echt schon insane. Hier ist noch ein Kyber Brick. Muss man irgendein Rätsel wieder lösen. Und was mit der Elektrizität. Aber. Naja. Wir konzentrieren uns mal lieber gerade auf die Aufgabe, die wir haben. Die Kyber Bricks werden uns schon nicht weglaufen, hoffentlich. Denke ich. Wobei es schon enorm verlockend ist, weil hier überall auf der Map die Kyber Bricks angezeigt werden und Gespräche angezeigt werden und sonst was angezeigt wird. Und ich habe das Gefühl, ihr wollt natürlich die Story weitersehen und nicht sehen, wie ich hier rumlaufe und mich mit irgendwelchen Kyber Bricks beschäftige. Deswegen, naja, werde ich vielleicht mein privates Safe Game anfangen und dann da so ein bisschen noch slower spielen als hier. Wobei es, wie gesagt, wahrscheinlich für viele von euch schon zu slow sein wird. Ihr es gar nicht erwarten könnt, die ganzen Cutscenes zu sehen. So. Das hier muss noch zerstört werden im Auftrag des Jedi-Ordens. Wobei Qui-Gon ja gar nicht mal so wirklich auf im Orden drin ist, aber naja. So, Level starten. Das nächste Level ist das Podracer-Level. Habe ich ein bisschen Angst vor. Das Podracer-Level in der Complete-Saga war schon, also war schon ein gutes Level so, aber war jetzt auch nicht so super easy, so diese ganzen Fahrzeuglevel. Jabba! Utini! Remember, concentrate on the moment. Feel, don't think. Use your instincts. I will. May the Force be with you. Always. Okay. Steuern beschleunigen. Simple enough.
Ist das hier wie bei Mario Kart? Kriegt man hier einen Startboost oder was? Alter, es ist auch in Ego-Perspektive. Holy. Alter. What? Hilfe! Wo muss ich lang? Ist ja crazy. Okay, wir haben irgendjemanden überholt. Da rechts war eine Rampe. Wir sind mal links weiter gerast. Okay, oben ist ein Timer. Oh no, da war ein Minikit. Ich hab's verpasst. Wie schlecht. Nein! Oh Gott. Also da sind noch einige vorne. So, hier ist die Tastensektion. Hier werden wir wahrscheinlich von den Tasten beschossen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie viel HP wir haben. Ob wir irgendwann sterben, wenn wir zu oft gegen irgendwas gegenfahren. Ich gehe mal davon aus. Okay, eine Runde. Ich schwöre, Leute, ich mache das nicht mit Absicht. Okay. Okay, haben wir. Let's go, vamonos. Alter. Oh Gott. Also es fühlt sich wirklich schnell an. Ha. Da wäre unser erstes Minikit des Levels. Gut, Runde 2. Das ist der Bulba. Das ist der Bulba, so rum. Ist die Frage, bleiben wir jetzt hinter ihm? Ah, wir haben ihn überholt. Irre. Ey! Du Sackgesicht! Oh Gott, unser linker... Unser linker Shit ist am Brennen. Nein! Ah! So. Ich habe das mit dem rechten Stick gemacht, weil wir jetzt mit dem linken machen müssen. Ehre. Wir haben alles versaut, Leute. Wir haben alles versaut. Wir fahren mal rechts rum. Tasten. Tasten schießen. Andy doesn't give a fuck. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen Minikits, mein Gott. Keine Ahnung, wo die anderen Minikits sein sollen. Aber, Alter. Haben wir gewonnen? Okay. Das sah für mich aus, als ob wir Zweiter waren, aber... Die Sauer. Qui-Gon, das braucht erstmal die Macht, Ehre. You knew the boy was going to win. Somehow you knew it. Bring the parts to the main hangar. I'll come by your shop later on, so you can release the boy. Mom, look at all the credits we have. No, you can make your dreams come true, Annie. Pack your things. We haven't much time. Yippee! Is he to become a Jedi? Yes. What about Mom? Son, my place is here. It is time for you to let go. I will come back and free you, Mom. I promise. Master Anakin, I should prefer it if I were a little more completed. I'm sorry I wasn't able to finish you, 3PO. Bye. Oh, my. Bye. So casual. Okay, super.
haben wir das sehr gut in 20 Minuten geschafft. Bisschen rumgelugert in Mos Espa. Ich glaube, wir haben mit Abstand nicht genug Steine für einen wahren Jedi. Schluck Staub, ist es Skywalker, Überrundung. Haben wir alles geschafft. Stark. Nicht so schlecht. Minikits haben wir nur eins gesammelt. Und Charakter und Schiffe. Annie haben wir freigeschaltet. Gascano. C3PO als Episode 1. Nice. Okay. Anakin, it's time for us to leave Tatooine. Let's hurry back to the ship. Ja, das machen wir. Lass mich doch mal ausreden. Obi-Wan not getting Bordo and leaving us here? He's a no liking Jar Jar. I don't know about that, Jar Jar. I'm sure he thinks you're charming. Obi-Wan, muy muy grumpy Jedi. Okay, also wir machen es. Wir gehen zum Schiff, allerdings in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, falls es so ist. Ein Abo, falls ihr neu seid. Und sagt mir mal, ich überlege das Spiel vielleicht noch mal ein bisschen zu Livestream und dann den Livestream quasi so ein paar Folgen einzuteilen und es dann noch mal hochzuladen für die Leute, die das lieber als Video sehen wollen. Könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar dazu schreiben, wie euch das gefallen würde. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.